Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Heute Abend begeben wir uns in die Welt der Außenseiter. Abseits der ausgetretenen Pfade unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die aufgrund ihres Schicksals oder aus purer Lust Außerordentliches leisten und gerade deshalb als Outsider skeptisch beobachtet werden. Wir haben einige solche Außenseiter besucht. Einen Multimillionär als Amateurdirigenten, die Bewohner eines außergewöhnlichen Künstlerhauses und die schrägste Hutmacherin der Schweiz. Er ist besessen von der Idee, das Leben und die Musik Gustav Mahlers zu erforschen. Dafür investiert er sehr viel Zeit und noch viel mehr Geld. Gilbert Kaplan. Schneesturm in New York. Vor einem Monat. Aber die amerikanische Metropole schläft nicht. Die Crème de la Crème des New Yorker Musiklebens gibt sich in der Carnegie Hall das Stell-Dich-Ein der Saison. Die Wiener Philharmoniker mit Riccardo Muti, dem umworbenen Tausendsasser unter den Dirigenten, haben ihren Auftritt. Selbstverständlich ausverkauft. Seit Monaten. Alle strömen sie zum Dirigentenstar der Mailänder Scala, vor allem jene, die mit ihren Spendengeldern das Kulturleben der amerikanischen Metropole ermöglichen. Auch er gehört dazu. Gilbert Kaplan, mehrfacher Millionär, Musikliebhaber und unter anderem auch Vizepräsident des künstlerischen und über Finanzfragen entscheidenden Beirats der Carnegie Hall. Der Mailänder Gast und die berühmtesten Philharmoniker der Welt. Sie geben angesichts des hochkarätigen Publikums ihr Bestes. Applaus von allen Seiten. Das Konzert endet mit einer Standing Ovation. Nur die New York Times zeigt tags darauf keine Freude über den Auftritt. In der Loge von Gilbert Kaplan wird angeregt voller Bewunderung und, wie es scheint, sachkundig diskutiert, während der Maestro aus Mailand entschwindet. Am nächsten Morgen. Big Apple erwacht aus der winterlichen Nacht. Die Geschäfte laufen wieder an. Mitten im eleganten Zentrum zwischen Fifth Avenue und Madison, gleich neben der St. Patrick Cathedral, residiert Gilbert Kaplan. Hier, an erster Adresse im 14. Stock, begann der musikliebende Jungunternehmer 1967 ein Verlagshaus für Wirtschaftszeitschriften aufzubauen. Der publizistische und kommerzielle Volltreffer, eine Zeitschrift für Anlageberatung. Ich habe den Institutional Investor gegründet, als ich noch sehr jung, nämlich 25 Jahre alt war. Die ganze Sache entwickelte sich viel schneller, als ich je gedacht habe. Aber 84 hatte ich den Eindruck, dass ich meine Zeit zu stark aufteile. Einerseits das Verlagshaus, andererseits mein Musikinteresse. Ich war überzeugt, dass dies nicht gut sei. Der Institutional Investor mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren gehört heute zur Pflichtlektüre an der Wall Street. Die Zeitschrift erreicht aber auch Leser in der ganzen Welt. Kaplan hat sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen. Heute habe ich den etwas hochtrabenden Titel eines Verlegers und Präsident im Ruhestand, also nur noch eine Beraterfunktion. Aber wenn ich reise, entweder in Sachen Musik oder geschäftlich, dann führe ich Interviews mit Leuten, die ich treffe, und stelle sie der Zeitschrift zur Verfügung. Aber seit ich die Firma einem Medienunternehmen verkauft habe, habe ich keine täglichen Verpflichtungen mehr. Rund 70 Millionen Dollar soll Kaplan für seine Zeitschrift erhalten haben. Gutes Entgelt für eine gute Idee. Heute investiert er in Kunst, nennt neben einer Malerbüste von Rodin eine umfangreiche Surrealistensammlung sein eigen. Mit Werken von Tanguy, Man Ray, Delvaux, Dali, selbstverständlich Magritte und Max Ernst. Und aus dem musikalischen Bereich zum Beispiel den Dirigentenstab von Gustav Mahler. Denn Kaplan ist nicht nur Musikliebhaber, er dirigiert auch. Well, you have to understand, I did not learn to conduct.
Sie müssen verstehen, ich habe das Dirigieren nie gelernt. Und ich halte mich auch nicht für einen eigentlichen Dirigenten. Riccardo Muti und ich, wir sind aus verschiedenen Welten. Er ist ein Profi, der viele verschiedene Kompositionen dirigiert hat. Ich hingegen versuche nur meine und vielleicht Gustav Mahlers Interpretation einer einzigen Symphonie zu präsentieren, nämlich der zweiten. Als ich sie das erste Mal hörte, war ich 25 Jahre alt. Und obwohl ich über keine musikalische Vorbildung verfügte, hat diese Symphonie mich so fasziniert, dass sie mich nicht mehr losließ. Ich halte meine Beziehung zu Mahler für eine Liebesaffäre. Vor rund 10 Jahren kam ich zur Überzeugung, und das mag lächerlich tönen, dass ich die Musik und meine Beziehung zu ihr nur richtig verstehe, wenn ich die zweite Symphonie dirigiere. Dass mich, den Amateur, heute die größten Orchester der Welt dazu einladen, diese zweite Symphonie zu dirigieren, mich also sozusagen in den Profi-Status erheben, ist das schönste Kompliment für mich. Rund 30 Mal hat Kaplan seine Passion ausgelebt. Unter anderem vor der schwedischen Königsfamilie mit dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra im Stockholmer Konzerthus. Und nicht nur sie, sondern die ganze Fachwelt ist erstaunt und beeindruckt von der Interpretation des Amateurs. Gilbert Kaplans Leidenschaft für Gustav Mahler treibt ihn nicht nur durch die ganze Welt. Auch in seiner Heimatstadt ist er in Sachen Mahler rastlos aktiv. Er kaufte das Manuskript der zweiten der sogenannten Auferstehungssymphonie und deponierte es in der Pierpont Morgan Library. Die weltberühmte Privatbibliothek des einst größten amerikanischen Privatbankiers ist gerade gut genug für Kaplans Kleinod. Neben unzähligen Originalhandschriften und Gutenberg-Bibeln liegt das Mahler-Manuskript nun sicher verwahrt in New York. Kaufen konnte es Kaplan von einer privaten Stiftung in Amsterdam, die auf sein Geld, man munkelt von einer 500.000 Dollar, angewiesen war. They had a bad roof. Das Haus der Stiftung, vor allem das Dach, musste repariert werden. Und die Mengelberg-Stiftung entschied, das Mahler-Manuskript zu verkaufen. Obwohl Gustav Mahler das Manuskript seinem Freund und Dirigenten Mengelberg geschenkt hatte. Also erhielt die Stiftung ein neues Dach und ich das Manuskript. Ich habe das Manuskript in die Morgan Library gegeben, weil hier die umfangreichste Sammlung von Mahler-Dokumenten vereinigt ist. Heute kommt Kaplan nur noch selten in die Bibliothek, um sein Mahler-Manuskript zu studieren. Denn in der Zwischenzeit hat er eine Faksimile-Edition herausgegeben. Und seine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Gustav Mahlers Musik hat ihn auch zu neuen Erkenntnissen gebracht. Nicht nur in Zusammenhang mit der zweiten, sondern auch mit der fünften Symphonie. Ich habe eine Faksimile-Ausgabe des Adagettos der fünften Symphonie herausgegeben, denn ich habe herausgefunden, dass Mahler diese Komposition als Liebeserklärung an seine Frau geschrieben hat und sie schnell gespielt sehen wollte, nicht so fürchterlich langsam, wie sie heute zumeist dirigiert wird. Das Adagetto ist Musik der Liebe und keine Begräbnismusik. Das ist mein Versuch, die Konzertinterpretation von Mahlers Musik zu ändern. Nun kann man sich zu Recht die Frage stellen, weshalb gerade ich das tun soll. Ich tue es, weil Mahler selbst es nicht mehr tun kann. Der umtriebige Amateur und selbsternannte Stellvertreter Mahlers reist jährlich Tausende von Kilometern, um seine Leidenschaft auszuleben. In Boston besucht er gerade eine Aufführung von Mahlers sechster Symphonie. Die Auferstehungssymphonie präsentiert er in diesem Jahr selber in São Paulo, Singapur und Amsterdam. Das Bostoner Konzert in der Memorial Hall besucht er mit seinen beiden Töchtern, die an der noblen Harvard-Universität studieren. Begrüßt werden die Kaplans vom Dirigentenkollegen Benjamin Zender.
Sander hat Gilbert Kaplan vor 10 Jahren Unterricht im Dirigieren erteilt. Heute leitet er das Boston Philharmonic Orchestra und in amerikanischer Showman-Manier erteilt er vor seinem Konzert Ratschläge, wie die Musik zu interpretieren sei. Angesichts des prominenten Amateurkollegen kann es sich Sander nicht verkneifen, einige Worte über Kaplan zu verlieren. Was Gilbert Kaplan tut, hat nichts mit Hokuspokus zu tun, denn er hat das Handwerk des Dirigierens von Grund auf gelernt. Die professionelle Musikwelt reagiert stets skeptisch, wenn ein Außenseiter eindringt und vorgibt, ihre Arbeit zu machen. Aber er hat den Respekt der Fachwelt und der großen Orchester geerntet. Und zwar dank seiner künstlerischen Kompetenz. Denn Orchestermusiker erkennen schnell, wenn jemand den Job nicht beherrscht. Sagt's, wirft sich in Schale und zeigt seinem ehemaligen Schüler, wie die 6. Mahler-Symphonie dirigiert wird. Eine Freude, die Kaplan verwehrt bleiben wird. Denn außer der 2. will er, Kaplan, nichts dirigieren. Gilbert Kaplan ist hingerissen und gedankenverloren. Wird man unter der Stabführung des Außenseiters vielleicht doch noch andere Werke zu Gehör bekommen? Im Gegensatz zu Gilbert Kaplan, der aus seiner Passion für Mahler zum musikalischen Außenseiter wurde und diese Rolle frei gewählt hat, sind unsere nächsten Außenseiter gesellschaftliche Randfiguren. Die Künstler von Gucking sind eine Gruppe von A-Brüt-Künstlern, die unabhängig von modischen Kunstströmungen frei und eigenständig Kunstwerke von höchster Qualität schaffen. In der vom Psychiater Leo Navratil gegründeten Gemeinschaft leben sie trotz Erfolg und Anerkennung eine persönliche Existenz am Rande der Gesellschaft. Im Haus der Künstler, Gucking bei Wien. Ballspiel zwischen dem Schriftsteller Edmund Mach und dem Zeichner Oswald Schirtner. Fassadenbemalung von August Waller. Zeichner, Maler, Aktionskünstler, Fotograf, Erfinder von Geheimsprachen. Das Haus der Künstler steht auf dem Areal des Niederösterreichischen Landeskrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie. Als Wohngemeinschaft von 12 Männern, die als A-Brüt-Künstler weltweit Beachtung finden. Der österreichische Staat zeichnete die Guckinger Künstler mit dem Oskar-Kokoschka-Preis aus. Heute sind die Guckinger Klassiker der A-Brüt. Das Haus der Künstler, das Leben im Haus der Künstler. Die 11 Jahre, die wir hier hatten, sind in der Schweiz bekannt. Sie waren hart und grausam. Seit 11 Jahren ein bestehendes Bleiben. Es wurde geschrieben viel. Essen, Birnen, Wein gibt es im Überfluss, wenn der Künstler oder wenn sie geladen werden.
Mit Zigaretten ist nichts zu machen. Wir müssen sie abgeben. Händeln werden gegessen, viele, und das schmeckt dem Leib. Johann Garber, aufgewachsen bei der Großmutter, dann Jugendheime, Sonderschule, sollte Anstreicher werden. Seit 1968 in der psychiatrischen Klinik. Ist man trotzdem optimistisch, die Gespräche auch mit Norwegen bald positiv abzuschließen. So sagte der griechische Europaminister Papoulias wörtlich, er glaube nicht, dass die Verhandlungen an ein paar Tonnen Sardinen scheitern. Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen und fragt, ob der Mann im Mond auch schön ist? Er genau dieselbe Frau, nach dem Mann im Mond. Der Mann im Mond ist schwer, der wird verschwunden. Ja, es dann von oben zu. Ja, hab ich noch Ruhe. Ja, bin hier, wo sie voll. Bin hier, ich liege im Straßen drum. Was wird mir werden so? Blick in den malerischen Kosmos August Wallers. Immer wieder bemalt Waller Wände und Decken seines Zimmers von neuem und bevölkert sie mit den Teufeln, Göttern und Symbolen seiner eigenen Religion und Mythologie. Berichte sagen, bis zum 9. Lebensjahr habe August besonders korrekt gesprochen. Dann sei alles wie abgeschnitten gewesen. Er habe gesagt, alles, was rot ist, ist teuflisch. Und einmal, würden zerstörte, leblose Gegenstände einmal eine Seele bekommen, wo, dann würden diese Sachen, die keine Tiere, keine Menschen sind, kommen in Himmel. Einmal äußerte August Waller, liebe Himmelsmama, heilige Mama Gottes, Mutter Gottes fein, lasse nur ja da kommen mich von der Anstalt, mich zu meinem lieben Mütterlein da daheim. Thank you.
gute Nachricht. Ja, gut, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und halten Sie die Ohren steif, ne? Ja, bitte, wollte ich doch nun. Na, ist ja egal. Danke, Wiedersehen. Johann Garber über seine Arbeit. Der Mut zum Zeichnen kommt von selbst wieder. Der springt von meinem Kopf. Einen Mut muss man immer haben beim Zeichnen. Solange man zeichnen kann, kann man sich als Künstler hinstellen. Und wenn man zeichnet, dann kann man sich ja mehrmals bewundern. So runde Kreise und so ein Tierkopf oder so ein Märchenprinz. Irgend so ein schönes Gesicht, das wie ein König ausschaut. Oder wie ein Gott, oder wie ein Teufel, oder wie ein Engel. Das mache ich so durch Linien und Striche. Manchmal sind so bei meinen Bildern optische Täuschungen auch dabei. Da schaut man hin, da wird's was anderes. Da glaubt man, das ist ein Menschengesicht, dabei ist es ein Tiergesicht. Ich interessiere mich für Gotik, Barock, Kirchenmalerei, weil das so formprächtig ist, weil das so strahlt vor lauter himmlischem Licht und himmlischer Form. Das dringt in den Kopf ein und das verzaubert einen ganz. Ist eh so ein Bündel im Kopf, dass man sich Gedanken herrichten kann und dass man Formen zeichnen kann, die Heiligen, die Tiere und die Menschen, die Symbole von der Welt zeichnen kann, so wie man sich das vorstellt. Johann Fischer lernte Bäcker. Seit 1961 ist er dauernd hospitalisiert. Er bekommt Aufträge und Verbote von vielen Stimmen. Er sagt, es ist, wie wenn jemand anrufen würde. Eine Krankheit ist das nicht. Nur wenn man genau und lesen tut, dann kommt man auch dahinter, dass die Satzbildung Tier von hier, hierher gehört und nicht nach hierher gehört, die Satzbildung. Das sind die Gesichter, werden so gezeichnet, wie die Figuren sich befinden. Die Köpfe richten sich nach den Figuren. Das sind teilweise Männer, die sind auf Liebeswerbung bei dieser Frau. Und die hat aber dort einen ganz schönen Mann verliebt genommen. Die Fantasie ist das, was das Fantastische in der Theoretik ist. Das ist die Fantasie. Die Fantasie geht meistens stillschweigend vorüber an einem, so wie das leiseste Bedenken Wortegefüge. Die verliebten jungen Männer und jungen Junggesellen, die jungen Burschen noch in Lehrlingsjahren, hörten und horchten auf dieses alles neu. Diese Lehrlinge mussten und müssen sich im Zaum halten, damit die Lehrlingsjahre gelernt sich befinden sich können. Die Bilder, ja, die kommen in den Rahmen und werden ausgestellt. Und die sich interessieren für die Ausstellung, die kommen dann Tage oder drei, vier Tage später und beschauen sich diese Bilder in der eigenen Kontinuität. Und die da waren zur Öffnung, kommen dann ein oder zweimal noch einmal und schauen sich die Bilder an, ob diese käuflich erworben werden können.
Outsider, Außenseiter. Nie traf ich in die Mitte. Auch beim Josefstädter Theater bin ich nicht drangekommen. Die Rollen im Film sind Hauptdarsteller und Außenseiter. Außen ist erklärlich und Seite ist im Film wie ein Mauerblümchen im Tanzen Tanzer. Wer heute Hut trägt, gehört entweder zum erlauchten Besucherkreis der Pferderennen von Ascot oder ist ein Außenseiter, wenngleich die Modebranche immer wieder die Renaissance der Hüte herbeizureden versucht. Auch wer Hüte macht, man nennt sie Modistinnen, ist zur Außenseiterrolle verurteilt. Mit ausgefallenen Ideen aber kann man sich auch als Außenseiterin etablieren. Mehr zur schrägsten Hutmacherin der Schweiz in der folgenden Sendung Swissmade. Jahrhundertelang war es undenkbar, ohne sie auf die Straße zu gehen. Und noch in den 20er Jahren waren sie verführerischer Kopfschmuck. Die Damenhüte. Heute werden sie nur noch von blaublütigen Damen der Haute-Volée und einigen wenigen wagemutigen Außenseiterinnen getragen. Und Außenseiter im Kommerzzirkus der Modewelt sind es auch, die meist in kleinen Werkstätten die alte Kunst des Hutmachens mit viel Fantasie weiterleben lassen. Eine davon ist Sonja Rieser im Zürcher Niederdorf. Sie ist Modistin seit 8 Jahren mit eigenem Geschäft. Reich wird sie mit ihrer Arbeit nicht, aber sie weiß, was sie will. Ich habe eigentlich immer gewusst, was ich machen will und so das auch durchziehen können. Also auch mit Nebenjobs und allem, aber ich wollte immer meine Hüte machen, so wie ich sie will. Und also man verbringt so viel Zeit mit seinem Beruf und ich kann mir nicht vorstellen, so viel Zeit zu opfern für etwas, das ich einfach muss. Ich möchte ja Freude haben an dem, was ich mache. Und das finde ich ganz einfach, aber ganz logisch. Mit Dampf, Holzformen und verschiedensten Materialien entstehen die Kreationen in einer kleinen, dem Laden angegliederten Werkstatt. Was fasziniert am Hutmachen? Das Material, hauptsächlich das Material und dann mit den Farben und wie das geht mit den Formen und alles. Ein Hut entsteht bei mir meistens auf dem Holzkopf. Und ich habe eine Idee und dann lege ich die Materialien so zusammen und dann fange ich an. Und das entsteht dann so und das inspiriert mich auch am meisten. Und ich sehe sonst was und vergesse es wieder, irgendeine Pflanze oder so, und das kommt mir dann wieder in den Sinn. Sonja Riesers Modelle sind kleine Kunstwerke. Fantasievolle, ausgefallene Kreationen für eine mutige Kundschaft. Keine Massenware fürs Kaufhaus. Versteht sie sich als Außenseiterin? Insofern, dass ich nicht Hüte einfach als modisches Accessoire machen will, sondern als Hauptsache. Das habe ich immer so verstanden, dass meine Hüte schmücken sollen und wirklich etwas darstellen und nicht einfach so ein nettes Accessoire, das man noch so dazu trägt zum ganzen Outfit.
Auf den Hut gekommen sind neuerdings auch die Modeschöpfer. Von Sonja Rykiel bis Jill Sander gibt es wieder Hutkollektionen zu kaufen. Allerdings als Massenware eines Marketingkonzeptes. Ohne großes Marketing finden Sonja Riesers Hüte ihre kleine Kundschaft. Jeder Hut ist einzeln angefertigt. Ein kunsthandwerkliches Unikat. Für jeden Kopf passend. Oder gibt es einen Idealkopf zum Hut? Das gibt es. Er darf einfach nicht zu lang sein oder zu breit. Aber es gibt für jede Kopfform einen Hut. Es gibt einfach Gesichter, die mehrere Modelle tragen können. Und es gibt Gesichter, die sich auf zwei, drei Modelle oder Hutformen beschränken. Und da muss man halt genau schauen, was da drauf passt. Dass es drauf passt, was Sonja Riese entwirft, bezeugt Jost Wildbolz, bekannter Zürcher Modefotograf. Die Fotosession mit den ausgefallenen Hüten macht ihm jedenfalls Spaß. Ich finde es ganz toll, was sie macht. Das gefällt mir sehr gut. Was mir aber ganz besonders gut gefällt, ist, dass es kreative Leute in der Schweiz gibt, die hier bleiben und die hier etwas machen. Das finde ich sehr wichtig für die Schweiz und für uns hier, weil die guten Leute, die wandern immer ab. Und ich finde, was Sonja macht, ist mutig. Es ist eine Spezialität und ich finde es einfach irrsinnig gut, was sie macht. Gute Spezialität hin oder her. Für wen sind die Hüte gedacht? Von der Person her wünsche ich mir immer selbstbewusste Frauen. Auch solche, die ihre Eitelkeit eigentlich auch nach außen tragen wollen. Also man muss nicht besonders affektiert oder so sein, aber einfach dazu stehen, dass man sich gefällt und sich schmücken will, und zwar auf die Straße. Solche Frauen habe ich am liebsten von Kundinnen. Und nicht solche, die sich zwar vor meinem Spiegel im Geschäft vorne gefallen, aber nachher die Frage stellen: Ach, wenn ich jetzt so auf die Straße gehe, was denken die Leute? Das habe ich nicht gern. Alles Stroben, Irrsinn. Eine, der es egal ist, was die Leute denken, ist La Lupa, die Tessiner Sängerin. Sie, die nie ohne Hut auf Zürichs Straßen zu sehen ist, besitzt bereits 20 Rieser-Kreationen. Ja, so ist noch besser. Ja. Und schön mit der Haare. Wow, ist das schön. Wow. Also nein, das ist das. Nein, schau mal diese da. Und die Begeisterung ist nach 20 Modellen noch ungebrochen. Sie sind einfach ganz anderes, als was man überhaupt sieht. Und also die kann man einfach nicht vergleichen mit gar nichts, was man sonst kennt, oder? Und ich habe eben diese wahnsinnige, irrsinnige, fantasiöse Geschmack und diese Farbe, die sie macht. Das ist für ich fühle sie, wie wenn ich könnte Hüt machen, wenn ich so begabt wäre, dann ich würde solche machen. Also ich kann das nicht, wenn ich könnte, das wäre das, was ich eben gerne machen würde. So einzigartig die Kreationen von Sonja Rieser sind, so winzig ist ihre Bedeutung im Millionengeschäft der Mode. Doch Ideen und Träume und die nötige Begeisterung hat die Außenseiterin. Ein Traum von mir ist, dass ich vielleicht mal einen kleinen Herrenhutladen noch habe. Oder vielleicht noch eine bessere Lage, ein größerer. Aber ich will mir das alles offen lassen. Jetzt momentan bin ich zufrieden und dann kommt das. Ich will nicht die Ziele so weit nach vorne stecken. Also was ich mir immer wünsche, dass ich die gleiche Freude daran habe. Wenn das nicht mehr stimmt, dann muss ich es auch ändern.